Oh yeah, und herzlich willkommen wieder zu Assassin's Creed 2 Reupload. Hier. So, den sprechen wir den hier mal an. Unseren Meine Logo. Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächsten, liebe Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass sie ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Okay. Kleider machen Leute. Und das stimmt auch. Das werden wir auch gleich hier feststellen, auf jeden Fall hier. Die Kisten plündern, in denen die Rüstungen für Eminos Wachen transportiert werden. Dann ein Boot stehlen und zu Urgo bringen. Ja, werden wir mal machen. Ja, die drei Kisten. Einfach mal einsammeln, ne? Die brauchen wir ja auch. Hm? Damit wir in den Palast eindringen können. Hier bei Emilo müssen wir wesentlich mehr machen. Aber scheint ja auch ein wichtiger Verschwörer zu sein. Deswegen brauchen wir ihm halt ja mehr zu erledigen. Was sehen wir da unten? Da unten leuchtet eine Kiste. Da müssen wir hin. Halt dich fest. Uiuiui. Das ist ja mal clever. So, das hätten wir schon mal. Einfach mal so unbemerkt. Die Kiste mal wipst. So, jetzt gehen wir nach oben. Und kletter. Und kletter. Ezio. Zeig, was du drauf hast, Mann. So. Schauen wir mal. Springen wir mal hier rüber. Nein! Oh, Ezio. Warum? Warum tust du mir das an? Warum? Oh. Du kannst da nicht hinklettern, ist klar. Muss das sein? Mann, Ezio. Oh, nee, ne? Oh. Dapp. Da gehen wir mal hier lang. Dann nehmen wir Alternativroute. Ja, ja. Oh, wow, wow, da müssen wir irgendwie clever da rankommen. Ah, ja, Wie wollen wir das machen? Wie wollen wir das machen, Leute? Ja. Ich werde das mal so machen. Wer hat euch gelehrt, euch so zu bewegen? Du hast hier nichts zu suchen. Weg! Ach, egal, ich schnapp mir jetzt meine Kisten. Jetzt auf diese aggressive Art jetzt hier. Zack, nimm das. Ich spüre meine Klinge. Möge der Herr. Nein, ich flehe euch an. Verschont mich. Ja. Mann! Alter, was ist das? Ich hab doch gedrückt auf die X-Taste. So wollte ich das haben, jetzt hier. So wollte ich das. Ha! Nimm das. Meine Klinge bringt dich zum Schweigen. Okay. Jetzt nehmen wir mal uns die nächste Kiste vor. Yeah. Okay, das hätten wir ganz gut geschafft. Ab zum nächsten Punkt. Oh, wieder wachen. Hau ab. Ja. Nein!
Woher hat ihr das gewusst? Habt ihr mich zu doll gehört? Ja, bestimmt. Auf die Lücke ziehen. Wow, das sind viele Wachen hier. Ey, Waffe auf ihn. Ey, schimmer dein Leben, yo. Gebt euch keine Blöße, Männer. Der Kerl ist kein Teufel. Zack. Nicht mit mir. Erinnert ihr euch an Tirol? Versuchen wir das. Oh, ey. Alter, haut er mich mit seinem Hammer. Jetzt, auf ihn! Seid nur bereit, wenn der Moment gekommen ist. Hallo, ich hab doch gedrückt. Uiuiui, da haben wir ordentlich Wachen erledigt, aber okay. Jetzt haben wir wenigstens die Kiste. Und, da oben ist ja noch ein Fahndungsbrief. Zack! Oh, müsst ihr das machen? Ha! Hey! Ich wollte gerade Konter einsetzen und... Ma... Du blöder Bogenschütze! Ah. Stronzo! Nimm das! Na ah, kommt, Jungs! Ah, Pech gehabt! Und du auch! Ah, das ist der letzte. Den schnappen wir uns jetzt mit unseren Doppelklingen. Okay, der ist ja Wasser reingeschwommen. Reingefallen. Was guckst du da so, hä? Ja. Fall. Ah, nee. Oh, du hast mich voll mit dem Fall getroffen. Hm. Sei ruhig und stirb. Okay. Das hat mich jetzt erledigt. Oh Mann, ey. Fahr mit den Wachen am rumfetzen. Ja, komm runter. So. Den Ruder. Rudern wir jetzt mit dem Boot zum Ziel. Ach ja. Yeah, sieht das nicht toll aus? Da rudert er jetzt entlang des Ufers. Wow. Und hier sind auch noch Schiffe. Da müssen wir jetzt hin, wo wir eigentlich vorbeigefahren sind. Aber egal, was macht das auch? So. Ja. Reinbiegen. Da. Genau, so. Alles klar. Vom Bord des Boots gehen. Sehr gut, okay. Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. So, das hätten wir geschafft mit Kleider machen, Leute. Und da oben ist noch so ein Fahndungsbrief. Muss es ja nicht jetzt genau. Ach, dahinter bestimmt. Oder hier. Oder was? Ach, da oben. Ach, das ist mir zu blöd. Da gehe ich nicht hin. Okay.
Dann gehen wir wieder zu unserer Diebesgilde. So, wir haben jetzt soweit alles erledigt. Dann sprechen wir mal. Aezio, ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja. Wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Ach, Verrätern sogar. Frühjahrputz. Die verräterischen Diebe entlarven und töten. Ja, wie soll es auch anders gehen? Wir müssen ja natürlich unsere Mission erfolgreich abschließen hier gegen Emilio. Also müssen wir ihm halt jetzt wieder drei Ziele vornehmen. Das sind eben halt jeweils die Verräter, die wir ausschalten müssen. Na gut, dann machen wir das mal. So, ihr Verräter. Wir müssen jetzt erstmal euch vorknöpfen. Zack. Und hopp. Und hopp. Oh, da ist eine Wache. Stirb. Shit. Das ist noch ein weiterer. Oh, auf den Dächern ist es ein bisschen ätzend hier. Merke ich schon, weil hier überall so Wachen sind. Oh, da hinten sind Diebe. Sollen wir die mal anheuern? Die sind eigentlich ganz hilfreich. Boah. Du darfst ja nicht oben sein. So. Hier, Leute, hilft mir mal, ne? Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Dann haut mal rein, ne? So. Zack, na. Hier müssen wir den bestimmt mit unseren Adler auch suchen. Wo ist der Verräter? Was machst du da eigentlich, Ezio? Da! Wir haben ihn aufgedeckt. So, du Verräter. Ja, ja. Hey, was soll das? Was machst du da, Ezio, Mann? Ey, das gibt's doch nicht. Ich sehe ihn dort. Das war's jetzt. Ich habe auch keine Zeit jetzt für euch, also haut mal rein. Dauert mir jetzt alles viel zu lange sonst. Nein, lass mich hier Ruhe, haut ab. So. Ah, sicherlich. Boah, jetzt geht der richtig auf den Sack. Okay. Weg. Mist. Nein. Ich kann schwören, dass da gleich welche Wachen hinter uns sind. Nee, okay, alles klar. Ich hab nichts gesagt. Oh, schon wieder welche Wachen. Sicherlich musste das jetzt passieren, ne? Na, kommt, Leute. Kümmert euch darum mal. Ihr werdet das schon irgendwie hinkriegen. Ah, scheiße. So, jetzt müssen wir dahin. Das ist mir auch egal. Wow, da ist er ja. Der Verräter. So, auch in die Augen gestochen. Was ist das denn? Achso. Das ist nicht ein wichtiges Ziel. Der muss da wohl da hinten sein. Schwimmen wir einfach mal an dem Palazzo vorbei. Palazzo. Da sind auch noch welche Wachen. Ich glaube eher da, oder? Oder auf dem Schiff? Ja.
Ja, auf dem Schiff. Na super. Dann passt das ja, dass wir schwimmen. So, mein Freund. Wir kommen jetzt immer näher. Es bringt nichts, ja, jetzt auf dem Schiff zu verstecken. Wir werden dich sowieso noch kriegen. So, machen wir uns einmal unseren Adlerauge. Das sieht so hammer aus, finde ich. Dann kann man alles so sehen, wer unser Ziel ist, wer alles Feinde ist, Verbündete ist. Und da ist er ja. Der da so gold leuchtet. Oder weiß. Ich denke mal eher weiß. Das sieht aber irgendwie schon goldig aus, so. Ihr solltet nicht hier sein. Aber wir haben ihn schon lokalisiert. Zu spät. Oh, wie süß. Nimm das. Und die Wachen sind alle wegteleportiert auf einmal. Ich sag ja, eine digitale Welt. Als NPCs reagieren nur auf dies und das. So, genug geschwommen, Ezio. Komm, hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. Ist der von Sinnen? Oh. Ich will. Keine Angst, ich will doch nur heilen. Ja. Das hat der Arzt auch immer zu mir gesagt. Hä? Ach, da oben. Schwupp. Geht auch viel schneller jetzt, oder? Ha. Ha. Kannst du nicht noch höher klettern? Oh, geht doch. Ah, zu hoch. Da muss doch irgendwo ein Weg sein. Mit am besten hochkommen eigentlich, oder? Ich denke mal eher so. Tada! So. Gucken wir uns mal die Gegend hier an. Oh, so. Oh, springen wir mal runter. Ja, super. Jetzt kehren wir mal wieder da zurück zu unserer Diebesgilde. Mal gucken, was uns dann als dieses bevorsteht. Alles muss raus. Mit Antonio und seinen Dieben zusammenarbeiten, um Emilio zu besiegen. Tja. Bitte, herein. Dann geht's jetzt wohl los. Da wartet er, ja. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss. Und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu. Und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals und Bein. Oh ja. Sehr schön. Dann wissen wir ja, was wenigstens zu tun ist. Ach ja, da unten ist ja der Schmiede. Gehen wir mal hin. Aus dem Weg. So, das hätten wir schon mal repariert. Gut, dann. Beehrt mich wieder, wenn ihr wieder hier seid.
haben wir jetzt neue Stiefeln. Die sehen eigentlich sehr, sehr nice aus jetzt. Oh, jetzt haben wir zwar noch mehr Wert bekommen. Das ist ja auch mal nice. Tja, dann gehen wir wieder hin und erledigen mal die postierten Schützen, die da rumgammeln. Ah, da ist jetzt ein weiterer Fahndungsbrief. So, hätten wir jetzt mal soweit erstmal unsere Ruhe. Das ist immer wichtig. Natürlich, ich brauche erstmal wieder Medizin. Ja, Medizin tut gut. Das war's. Das Glück bleibt unserem Held. Nein, lass mich in Ruhe, du Bade. Der Bade geht richtig auf den Sack. Ich muss das jetzt nochmal schauen. Ist ja der Schmiede, ne? Ich frag mich, hat der eigentlich auch Wurfmesser und so weiter? Müsste eigentlich haben, oder? Wenn ihr nach Fähren packt. Schau ich mal. Waffen, kleine Waffen, Munition. Ja, Wurfmesser. Empfehlt uns an eure Freunde. Ja, klar doch. Machen wir schön Assassinen-Werbung für euch. Mann, da haben wir nicht. Ja. Das ist runtergefallen einfach. Ah, ne, der ist auch überlebt. Ja, warte mal. Macht er irgendwie was jetzt? Du bist doch so doof, ey. Der Wache, der springt auch extra ins Wasser rein. Hallo, du sollst auch treffen, ne? Nur zwei Treffer, okay, passt schon. Was hat das denn gemerkt? Auf einmal schmeiß ich und der dreht sich auf einmal um. Merda, schnappt ihn! Yeah, das hätten wir jetzt immer geschafft. Und dann, ja, nächsten Part treffen wir dann mit Antonio. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und bewertet, kommentiert und ja, bis zum nächsten Part. Ich würde mich darüber freuen. Haut rein, Leute, und ciao. Yeah.